Hey Leute, willkommen wieder bei Bändermeister und ja, und heute geht es mal um ein kleines Review-Video zu Final Fantasy 16 für die PlayStation 5. Ja, ich werde euch einfach mal ein bisschen was erzählen, was ist mir so hängen geblieben, wie finde ich es, wie war die Story, wie ist die Steuerung, was ist da einfach so mein Eindruck von diesem Spiel, denn ich habe es jetzt endlich durchgespielt, hat ein bisschen gedauert, manche haben es wahrscheinlich schon längst durchgespielt. Aber ich habe mir da auch ein bisschen Zeit gelassen. Ich habe das Ganze ja auch im Livestream gemacht. Also wer da vielleicht reingeguckt hat, dann auf jeden Fall liebe Grüße an euch. Und wer da mal reingucken will, wenn wir was streamen, ist alles unten verlinkt. Hey. Ja, gleich vorneweg, ich werde natürlich auch ein bisschen was erzählen zur Geschichte, was ich noch so weiß. Das bedeutet, es können natürlich auch Spoiler enthalten sein. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt und es aber noch spielen wollt und nicht irgendwie schon was wissen wollt, dann jetzt am besten abschalten. Sonst gerne dranbleiben, wenn euch meine Meinung dazu interessiert. So, Final Fantasy 16, wo fange ich an? Ich fange mal so an, als das Spiel angekündigt wurde, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor einem Jahr, vor zwei Jahren irgendwie, weiß ich nicht, da gab es so das erste Mal dann so einen Trailer. So, und da hat irgendwie so ein bisschen ausgesehen, als wenn das so ein bisschen ins Mittelalterliche so geht, so ein bisschen Ritter und sowas, wo ich so ein bisschen so, okay, Fantasy, bei Final Fantasy ist natürlich immer viel, auch mit teilweise Richtung Zukunft und so, wenn ich da jetzt an Final Fantasy 13 zum Beispiel denke, alles Maschinen und keine Ahnung, und da sah das so aus wie so aus der Ritterzeit, da war ich erst ein bisschen skeptisch und irgendwie hat mir auch so der Stil erst gar nicht so zugesagt, muss ich gestehen, ich war ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freue oder nicht. Dann hat man immer relativ viel gesehen, was sie dann so nach und nach gezeigt haben, dass man anscheinend die Beschwörungen selber spielt, dass sie gegeneinander kämpfen und irgendwie es irgendwas damit zu tun hat, also keine Ahnung. Und da war ich auch so ein bisschen skeptisch, okay, und es geht irgendwie wieder um Kristalle und so, wie früher, keine Ahnung. Also ich wusste irgendwie nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich muss sagen, mein Hype-Level war gar nicht so hoch. Dann gab es auch irgendwann mal so einen Stream, glaube ich, von Square Enix, wo sie auch ein bisschen das Gameplay gezeigt haben, wo ich auch so dachte, okay, es sieht schon ganz cool aus, so dieses Action-Kampf-System, also rumrennen, angreifen, so ein bisschen wie bei Devil May Cry oder so und nicht dieses rundenbasierte oder irgendwas, was ich ja immer noch leider ein bisschen vermisse. Ja, sah schon cool aus, auch die ganzen Effekte, aber gut, ich bin gespannt. So, und dann habe ich mir das Spiel geholt und das war so auch ungefähr eigentlich alles, was ich von dem Spiel wusste zu diesem Zeitpunkt. Und dachte mir, okay, wir holen es jetzt einfach mal, ich zock's jetzt einfach mal und dann gucken wir mal rein. So, dann fange ich mal so ein bisschen an zu der Story. Also, da gibt es einen Hauptcharakter, der nennt sich Clive. Und ich muss sagen, den finde ich wirklich sehr, sehr cool. Der hat auch irgendwie, weiß ich nicht, der ist einem so richtig ans Herz gewachsen. Auch so, was er so im Spiel immer irgendwie so gesagt hat und auch seine Stimme fand ich ganz cool. Also ich habe es mit deutscher Synchronisation gespielt. Hat mir sehr gefallen und ist ein wirklich cooler Charakter, der auch zum Glück mit seinem Hund rumläuft, was ich sehr, sehr cool fand. Ganz am Anfang gibt es nämlich so einen ganz kleinen Hund zu sehen, den fand ich total niedlich und dachte immer so, oh, ist der süß. Und dass der aber wirklich dann der Begleiter wird, den du bis zum Spielende an deiner Seite immer eigentlich hast, fand ich schon geil. Also Torgal ist wirklich ein sehr, sehr cooler Hund oder Wolf, wenn man so will. Also das ist wirklich auch ein sehr cooler Charakter, wenn man so sagen möchte. Es gab Szenen, wo ich so dachte, Alter, ist geil, wie der jetzt mitmacht. Und habe ich immer gehofft, dass dass er nicht stirbt in der Story oder irgendwas. Das wäre sehr schade gewesen. Und ich fand auch diese, wie er so mitgekämpft hat, fand ich einfach sehr cool. Denn der ist oft in Kämpfen dabei und du kannst ihn auch ein bisschen steuern. Aber dazu komme ich dann gleich nochmal. Und dann haben wir noch so Charaktere drin wie Jill zum Beispiel. Das ist ja sozusagen die Frau in dem Spiel, die später so die Partnerin von Clive wird. Und was mir da aufgefallen ist, ist irgendwie hat die mir nicht so ganz zugesagt. Ich fand irgendwie auch das Aussehen, das hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Irgendwie war mir das zu langweilig, weiß ich nicht. Ihre Art war auch so ein bisschen nichtssagend teilweise. Also sie war irgendwie da, aber irgendwie ging es dann immer viel mehr um die anderen Charaktere. Also irgendwie war sie so ein bisschen im Hintergrund, was irgendwie ein bisschen komisch war, ich weiß nicht. Aber im Endeffekt war sie dann doch so die große Liebe von Clive und so weiter. Ja, am Ende hat es auch ein bisschen rumgeheult da in der Story, aber gut. Auf jeden Fall, also bei der war ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich die jetzt so toll fand.
Dann gibt es ja noch den Bruder von Clive, der am Anfang noch so Kind ist und so weiter, aber später eigentlich wirklich eine sehr coole Rolle einnimmt, auch wenn ich manches nicht verstanden habe. Zum Beispiel, da ist ja der, oh Gott, wie heißt er denn? Joshua, so heißt er. Der hatte ja so eine Partnerin bei sich, die hieß Jote, und die hat ihn so begleitet eine Weile. Und da gab es mal so eine Stelle, wo Clive in dem gleichen Haus war wie Joshua, die haben sich aber noch nicht wieder getroffen. Und Jote hat gesehen, dass wir da waren, aber ist dann mit ihm abgehauen, statt uns irgendwie wieder näher zu bringen. Also diese Stelle, muss ich sagen, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Später hat man sich ja dann nun wieder gefunden, aber das hat mich dann ein bisschen verwirrt. Dann gibt es natürlich noch so andere Charaktere, die teilweise auch eher die Böseren waren. Da gab es zum Beispiel diese Benedicta, die fand ich eigentlich ganz cool, vor allem mit ihrer Beschwörung, das hat mir ganz gut gefallen. Dann gab es ja diesen Kollegen, der dann der Titan war. Also hier ist es halt so, diese Beschwörungen. Es gibt immer eine Person, die halt so die Beschwörung ist und sich in die verwandeln kann. Ja, und der halt Titan war, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, Kupka, Lord Kupka. Der hatte eigentlich auch eine ganz coole Rolle. Da hat mir allerdings sein Bosskampf nicht ganz so gefallen. Dann gab es noch einen Charakter, der hieß Dion. Und der hatte bei mir direkt Pluspunkte, weil er einfach Bahamut ist. Auch wenn die immer Bahamut sagen, aber für mich heißt es Bahamut. Also der große Drache, die Beschwörung. Und das ist ja immer so meine Lieblingsbeschwörung. Immer wenn ich irgendein Final Fantasy spiele, Bahamut, da bin ich dabei. Allein deswegen hat er schon Pluspunkte gehabt. Auch er hatte eine sehr coole Rolle in dem Spiel. Und da erinnere ich mich nämlich zum Beispiel an den Kampf, wo er sich nicht so ganz im Griff hatte und man gegen Bahamut kämpfen musste, was ein absolut epischer Kampf war. Also der war richtig geil. Von der Szene, von den ganzen Animationen absolut over the top. Da war es nämlich so, da stand ich, also Clive, mit Jill und Bahamut am Durchdrehen. Und was ist? Ich gehe los, kämpfe gegen Bahamut und sie, die Shiva ist, also sie hätte sich natürlich verwandeln können, mitkämpfen können, steht da nur dumm rum und lässt mich da alleine da verzweifelt kämpfen, statt mal mitzumachen. Also da war die völlige Sympathie völlig verloren, weiß ich nicht. Es kam auch nie das Gespräch, warum das so war, warum hat sie nicht mitgekämpft? Warum stand sie jetzt da unten? Gab keinen Grund. Aber der Kampf war wirklich sehr, sehr cool und der Charakter ist auch sehr cool. Dann gab es noch Barnabas. Das ist der Charakter, der dann Odin sozusagen verkörpert. Der war auch ganz cool, aber auch ein bisschen komisch. Aber der hat sich halt auch so einlullen lassen in diesem Spiel von dem Oberbösewicht. Aber er war halt Odin und Odin ist ja auch immer so eine sehr coole Persönlichkeit. In dem Spiel gefällt er mir auch sehr gut. Sehr groß, sehr pompös, wenn man so möchte, in Haralds Glöckners Worten. Dieses Riesenpferd und ach, das war schon sehr, sehr episch gemacht. Also sehr cool, auch mit dieser Klinge immer, die alles entzwei schneidet, da die Stelle mit dem Wasser und so. Das war schon richtig, richtig cool. Dann gab es natürlich noch so kleinere Charaktere wie Gav oder Mit und so, also die halt so in der Basis sich aufhalten und so ein bisschen im Hintergrund agieren, das Schiff bauen, der eine war der Speer und so. Ja, die erwähne ich mal jetzt nicht ganz so. Die hatten halt alle so kleinere Rollen, aber waren auch an sich sehr, sehr cool. Sonst die Story. Es gab ja noch Cid. Cid hätte ich fast vergessen, das ist natürlich Ramu gewesen, den man am Anfang sozusagen trifft und der so ein bisschen auf den richtigen Weg leitet und der dann sagt, was man vorhat überhaupt. Und das Problem ist einfach, dass er aber relativ früh dann leider stirbt. Das war schon ein bisschen traurig. Aber dadurch kriegt man dann noch seine Fähigkeiten und so. Das war dann schon okay. Und da hat man auch das erste Mal eigentlich den Oberboss gesehen, nämlich Ultima. Ja, der hatte schon eine ganz interessante Rolle. Ich fand ihn zwar ein bisschen hässlich, aber sonst war er natürlich auch ein interessanter Charakter. Genau, dann geht es halt darum, da diese ganzen Mutterkristalle nach und nach zu zerstören. Und das Ende der Welt zu vermeiden, sage ich mal, auch wenn es am Ende dann doch eher darum ging, Ultima zu vernichten. Aber das war halt schon sehr cool von der Story her. So viel sage ich jetzt mal zur Story. Dann so ein bisschen zum Gameplay. Das Ganze ist halt wirklich actionbasierend. Also du rennst da rum, musst dann immer hierhin, musst dann dahin, durch die Stadt und da mit dem reden und dann da kämpfen und bla bla bla. Eigentlich ist der Weg relativ straight on. Ab und zu kannst du natürlich trotzdem überall hingehen und ein bisschen leveln oder so. Aber macht man eigentlich gar nicht so viel. Es war auch gar nicht unbedingt so viel nötig. Und dann gab es viele Nebenmissionen, was mir manchmal ein bisschen auf den Sack ging. Da war doch viel dabei mit, jetzt rede mit dem und ach, jetzt gehen wir meinen Brief einsammeln und dann bringe ich ihn wieder her und hin und her so.
Ja, gut, ich habe die alle gemacht, aber manche hätte man vielleicht auch sein lassen können, weiß ich nicht. Aber dann wäre das Spiel vielleicht zu kurz geworden. Da hätte ich mir einfach noch mehr Nebenmissionen gewünscht, wo einfach ein cooler, epischer, schwerer Kampf ist oder so. Es gab ja auch so ein Jagdmissionsding, wo du so Jagdaufträge kriegst für bestimmte Monster, die dann auch ein bisschen schwerer waren, auch wenn ich die trotzdem alle sehr leicht fand. Aber auch das war dann eine sehr coole Sache, also das hat mir gefallen. Genau, die konntest du auch machen und dann dafür auch wieder Belohnung kriegen und sowas. Das war schon okay. Dafür gab es nur zu wenig, fand ich. Da hätte man ein bisschen mehr noch reinhauen können. Naja. Zum Thema Nebenmission nochmal ganz kurz. Am Ende, kurz bevor du zum Ende kommst, gibt es auf einmal so viele Nebenmissionen, wo ich so dachte, Alter, ich werde hier nie fertig. Ich habe 5 Stunden Nebenmission gemacht oder so. Auch wenn ein paar coole dabei waren, weil unter anderem auch eine mit Torgal war und so. Das war schon sehr emotional. Also das war schon sehr, sehr cool. Aber es waren einfach zu viele. Ein bisschen zu viele. Grafik übrigens over the top. So viel kann ich schon mal sagen. Grafik ist super bei dem Spiel. Da kann man echt nicht meckern. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich da meckern könnte. Also lass es einfach. Genau, sonst, wir waren beim Gameplay. An sich ist es halt so, vor allen Dingen dann später, du hast eine Taste zum Angreifen, du hast eine zweite Taste zum Zaubern, wo du halt immer so schießen kannst. Dann ist es halt so, dass du beim Angreifen nach im richtigen Rhythmus auch Dreieck drücken kannst, damit du halt wie eine Gunblade bei Final Fantasy VIII so angreifst und danach direkt so einen Zauberschuss dahinterher machst und sowas. Dann halt so ein bisschen ausweichen mit einer Taste. Du kannst auch perfekt ausweichen und gleich einen Gegenangriff machen und so. Das war schon ganz cool. Nebenbei so ein bisschen Kingdom Hearts Kampfsystem. Du kannst deine Items dann nebenbei ein bisschen durchswitchen und benutzen und dir vorher einstellen. Und du hast halt die Steuerung mit Torgal nebenbei, wenn er dabei ist. Alle anderen kämpfen sonst automatisch. Und bei ihm ist das so, dass wenn du mit ihm spielst, also er dabei ist, dann musst du während des Kampfes auf dem Steuerkreuz zum Beispiel nach oben drücken, wenn er so einen Gegner, den du vielleicht gerade anvisierst, auch angreifen soll, oder nach unten, wenn er einen anderen Angriff machen soll, oder zur Seite, wenn er dich so ein bisschen heilen soll, wenn du so ein bisschen angegriffen wurdest. Ja, und man kämpft halt ja auch selber mit Viereck und Dreieck und Ausweichen und nebenbei noch diese Torgal-Steuerung. Klar, man könnte ab und zu mal auf diese Taste drücken, damit er ab und zu mal angreift. Aber wie habe ich gespielt, wenn ich das jetzt einmal so hier zeigen müsste, wenn man jetzt so spielt und so kämpft? Ich renne da so rum, hau so den Gegner, zack, 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 und nebenbei noch so hier. Und dann, wenn dann Torgal noch mitkämpfen soll, nebenbei die ganze Zeit oben, oben, oben. Also so ungefähr sah die ganze Zeit so meine Steuerung aus beim Kämpfen. Also die ganze Zeit immer hier drücken wegen Torgal, nebenbei kämpfe ich hier, weiche aus hier so. Also eigentlich, ich habe, glaube ich, bei irgendeinem, noch nie bei irgendeinem Spiel das Steuerkreuz nach oben so penetriert wie bei diesem Spiel. Aber gut, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn man ihn vielleicht auch alleine kämpfen hätte lassen können, statt dass man das drücken muss. Aber gut, sie haben es jetzt so gemacht. Ich habe es überlebt und Torgal auch, also alles gut. Aber da weiß ich nicht, ob es dafür vielleicht eine bessere Lösung gegeben hätte. Dann ist es so, wenn du die Beschwörungen kriegst, die du auch ein bisschen verbessern kannst, stellst du dir ein, welche Fähigkeiten du da möchtest. Und dann musst du während des Kampfes R2 gedrückt lassen, um in diesen Modus zu gehen, wo du dann auswählst, welche der Superangriffe du da machen möchtest, die sich dann auch wieder aufladen. Schön und gut. Und dann hast du aber drei verschiedene drinne. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel Ifrit drinne, hast da deine zwei Superangriffe, machst die dann einfach mal, switch dann im Kampf mit L2 einmal weiter, bis dann zum Beispiel bei Shiva oder Ramu oder wen auch immer. Und dann hast du da zwei andere Special-Angriffe, die du dann auch wieder mit R2 nebenbei aktivierst und dann noch einen dritten. Und dann siehst du auch nebenbei so eine ganz kleine Anzeige oder du guckst halt einfach, dass die Angriffe sich wieder aufgeladen haben und du sie halt wieder machst. Also ich fand das System, das fand ich okay, kam ich auch ganz gut mit klar, hab da mal ständig die Superangriffe rausgeholt und alles weggefetzt und so. War schon richtig cool. Also Steuerung so war an sich okay, nur mit Torga war mir das manchmal eigentlich ein bisschen zu viel. Grafik super. Story war auf jeden Fall sehr interessant, auf jeden Fall, muss ich sagen, weil ich kam dann irgendwann schon so rein und dachte mir, okay, ich will jetzt auch irgendwie wissen, wie es weitergeht. Wann treffe ich Bahamut? Was ist jetzt mit Odin und wie können wir Ultima besiegen? Also ich wollte schon gerne wissen, wie es weitergeht. Und das zum Beispiel hat mir bei FF15 übrigens gefehlt, weil da fand ich ja die Story ein bisschen lame. Das hier gefiel mir wieder besser als FF15, muss ich wirklich sagen. Also das war wirklich gut. Genau, ich habe es dann wie gesagt jetzt vor 2 Tagen, 3 Tagen irgendwie durchgespielt, Ultima besiegt. War sehr schön, war sehr cool, epischer Kampf, kann man nicht meckern, alles erledigt. Was würde ich noch sagen? Tolles Spiel, sollte man sich angucken, vor allen Dingen, wenn man Final Fantasy mag, wenn man auch ein bisschen mit dem Action-Kampfsystem klarkommt, weil das ist ja schon viel Gedrücke. Also für Leute, die gerne ganz geduldig da sitzen und immer mal so eine Taste drücken wollen, ist das Kampfsystem vielleicht dann nichts, aber ihr wisst Bescheid.
Ja, also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich bin ganz froh, dass ich es gekauft und jetzt gespielt habe und kann mich da nicht beklagen. Was ich da jetzt noch machen werde, ist einen zweiten Durchgang, denn es gibt dann nochmal den Final Fantasy Modus, der diesmal so heißt. Das ist das ganze Spiel nochmal in etwas schwerer. Da sind die Gegner von Anfang an sozusagen gleich Level 50. Und die Gegner, die sonst erst so ein bisschen Richtung Ende kommen, die kommen jetzt schon ein bisschen am Anfang. Also ist schon ein bisschen schwieriger. Aber da will ich mich nochmal durchwuseln. Muss man übrigens auch machen, wenn man die Platin-Trophäe haben möchte. So, was ich übrigens noch anmerken wollte, was mir zum Beispiel nicht so ganz gefallen hat, waren die Esper-Kämpfe. Zumindest manchmal. Das heißt, wenn man sich selber so automatisch durch Story in Ifrit verwandelt und dann war ja zum Beispiel Garuda vor mir und ich musste die in diesem Esper gegen Esper-Kampf fertig machen. Diese Kämpfe, auch wenn das natürlich vielleicht so sein muss und das sind ja gewaltige Kämpfe und die sind ja groß und so, war mir das manchmal ein bisschen zu langsam und zu lame und dann ausweichen und wieder angreifen. Also ich war so der Typ, der lieber mit Clive normal gekämpft und gespielt hat. Also wenn ich zum Beispiel Clive gegen Benedicta, geiler Kampf, schön ausweichen, schön alles agil, schön kämpfen, fand ich super. Dann hat sie sich verwandelt, ich musste sie weiterhin bekämpfen, war auch noch super. Dann war ich Ifrit und sie Garuda, dann war es so ein bisschen klar zum Gucken und so, schön und gut, aber das war mir dann irgendwie manchmal zu lame vom Kämpfen her. Und es gab auch viele Quicktime-Events übrigens. Also es wurde zwar im Normalmodus wird auch angezeigt, was du drücken musst, angreifen, ausweichen oder mal eine Taste hämmern oder so. Aber dagegen hatte ich jetzt nichts. Aber so an sich, die Aufmachung war natürlich schon sehr episch, wie die sich da dann zerfetzt haben. Das kann man sagen, die Musik übrigens auch sehr, sehr gut. Sehr hochwertig, sehr viel mit ja, Chorgesang und so. War schon sehr, sehr cool. Ja, also mir hat es gefallen. Habt ihr es auch gespielt? Wenn ja, ich würde gerne mal wissen wollen, wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und mich würde es sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, hier auf meinem Kanal oder auch auf Twitch, wenn ich wieder am Stream bin. Schaut gerne rein, ihr wisst Bescheid, Link ist unten. Und dann sehen wir uns wieder demnächst. Macht's gut, das war euer Bennermeister. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag und stay awesome.